Willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Und zwar gibt es seit langem mal wieder einen Haul. So ein bisschen 90s inspired. Ich glaube auch ein bisschen, ich habe momentan so einen College-Vibe gemixt mit 90s. Sachen, die ich jetzt anhabe, zeige ich euch auch noch getragen. Ich rutsche wieder ein bisschen rüber, damit ich euch die Sachen hier getragen zeigen kann. Das wird so ein großer und langer Haul, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich die Sachen jetzt richtig sortiert habe. Wir fangen an mit dieser Hose. Das ist ein super leichter, angenehmer Stoff, der richtig cool fällt und ich feiere die Hose extrem. Ich habe jetzt Größe, ich überlege gerade, ich habe eigentlich Größe 36, aber ich bin schwanger. Deswegen habe ich jetzt 38. Also kann ich das ja nicht dazu sagen. Dann sage ich meine normale Größe. Ich habe da jetzt Größe 38 bestellt, einfach weil ich ein bisschen zugenommen habe und 36 nicht mehr passt. Ich habe die auch in 36, aber es passt mir einfach nicht mehr, weil ich ein bisschen zugenommen habe. Wird auf jeden Fall behalten. Übrigens wäre es sehr, sehr cool, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, bei jedem Teil, also die erste Hose, karierte Hose, whatever, ob ich das behalten oder zurückschicken soll und wie ihr das findet. Natürlich findet ihr alle Links unten in der Infobox. Ich werde euch die alle noch raussuchen und natürlich verlinken. Das ganze Video muss ich als Werbevideo kennzeichnen, weil ich eine Brand bewerbe. Ich habe das aber alles selbst bezahlt. Das ist eine Bestellung von 700 Euro, die ich selbst bezahlt habe. Okay, da ist gar nichts sponsored. Deswegen, aber dass ihr euch nicht wundert, irgendwo hier in der Ecke steht irgendwo ganz, ganz klein Werbung. Einfach nur, dass ich abgesichert bin und keine Strafe zahlen muss. Dann geht's weiter mit dem Pullover, der ein bisschen cropped ist. Hier habe ich Größe L. Also wenn ihr den in S kauft, dann ist er auf jeden Fall kürzer. Aber ich mag das einfach, wenn der ein bisschen länger ist und oversized. Ich finde es übel geil. Es hat richtig so einen College-Vibe, auch mit dieser Schrift. Das einzig Blöde ist halt, dass es praktisch aufgedruckt ist und nicht gestickt oder geklebt oder keine Ahnung was, sondern nur so aufgedruckt, aufbemalt, ich weiß es nicht. Aber stört mich persönlich jetzt nicht so, weil der eh oversized ist und nicht spannt oder so, dann sieht man das sowieso nicht. Also ich finde den sehr, sehr geil, vor allem weil es auch so ein Beige ist mit Rot. Ist einfach harmonisch. Geht's weiter mit dieser Hose, da bin ich mir richtig, richtig unsicher, ob ich die behalten soll oder nicht, weil die ist mir ein bisschen zu, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, zu kurz irgendwie. Also ich würde die gerne noch mehr oversized tragen. Und die hat so einen komischen Schnitt. Also, aber ich finde sie trotzdem voll geil, weil ich die, also erstens mit Rot finde ich sie geil, also die Farbe an sich. Und mit diesen weißen Streifen und dann, dass es auch wieder so einen College-Vibe hat. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich brauche eure Hilfe, behalten oder nicht. Steht mir das? Dann geht's weiter mit diesem cuten Rock. Ich glaube, das ist sogar eher 70er. So ein bisschen 70s inspired. Aber feiere ich auch unnormal. Also auch die Brauntöne sind hier wieder. Hier habe ich Größe S. Ach ja, in der Jogginghose. Au, 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 au. In der Jogginghose habe ich Größe M bestellt übrigens. Der ist auch richtig dehnbar. Also sehr, sehr angenehm zu tragen und quetscht nicht oder so. Ich glaube, den muss ich auch behalten, weil der einfach, ist einfach schön. Dann geht's weiter mit dem Mantel. Finde ich auch sehr nice, aber ich glaube, den werde ich nicht behalten, weil ich habe einen dunkelbraunen Mantel und den ziehe ich tatsächlich nicht so oft an, wie jetzt zum Beispiel meinen beigen Mantel. Und also die sind halt dünner und der wäre halt jetzt ein bisschen dicker, so für den Herbst auch, für die Übergangszeit und so. Aber ich denke mir halt, wenn ich meinen dunkelbraunen Mantel schon nicht so oft anziehe, weil ich einfach nicht weiß, wie ich es kombinieren soll, weil ich nicht so viele braune Sachen habe, was sich jetzt ändert, weil ich sehr viele braune Sachen bestellt habe, glaube ich, spare ich mir das Geld einfach. Den habe ich in Größe S bestellt, aber wenn man einen braunen Mantel sucht, auf jeden Fall recommended. Übrigens bin ich 1,67 ungefähr, dass ihr euch daran orientieren könnt. Mir sind auch so ziemlich alle Hosen, die ich bestellt habe, zu groß. Aber irgendwie stört mich das überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich mag das sogar, wenn die Hosen so über die Schuhe gehen und sowas. Ich weiß, ich feiere das einfach. Keine Ahnung. Ich weiß, dass man das nicht so trägt, aber ich mag es trotzdem. Dann geht's weiter mit der Cordhose. Das erinnert mich so richtig an meine Kindheit. Da habe ich, glaube ich, auch immer Cordhosen getragen. Also 90er halt. Hier habe ich jetzt auch Größe 38. Und die ist auch ein bisschen dehnbar, also wie ihr seht, ein bisschen stretchy Anteil dabei. Und auch wieder so einen Schlag unten. Finde ich sehr, sehr schön. Also auch
die Farbe an sich und so finde ich sehr, sehr nice. Halte ich, glaube ich, auch. Dann kommen wir zu diesem Kleid, das meiner Meinung nach eine Katastrophe ist. Also, erstens ist es komplett unvorteilhaft. Also, ich sehe, wir nennen es einfach unvorteilhaft. Dann ist es durchsichtig. Und irgendwie auch, also man kann ja keinen BH drunter ziehen, aber irgendwie ist es aber zu locker. Ich mag es einfach nicht. Also das kann ich auf gar keinen Fall behalten. Das einzig Gute an dem Kleid ist der Stoff. Der ist richtig, richtig weich und richtig angenehm zu tragen, aber that's it. Auch eins meiner Lieblingsteile, den finde ich richtig, richtig geil. Hat auch so einen richtigen 90s Vibe. Ich muss das nicht immer dazu sagen, gell? Ich weiß, aber it is. Ja, feiere ich einfach. Ich glaube, meine Mom hatte früher so einen, also wirklich, als sie jung war, glaube ich, hatte sie so einen. Ich kenne, glaube ich, ein Bild von ihr, wo sie so einen anhatte. Ja, den finde ich sehr, sehr nice und den werde ich auf jeden Fall auch behalten. Den habe ich in Größe S tatsächlich bestellt, weil der schon sehr, sehr oversized ist. Also wenn bei Bershka dabei steht, ist oversized, dann ist es auch oversized. Da kann man dann vertrauen. Dann geht's weiter mit diesem Rock. Ihr wisst, ich liebe so kurze College-Röcke, so Faltenröcke, die kariert sind, einfarbig. Einfach solche Faltenröcke finde ich so, so geil. Aber ich zeige es auch in dem Video. Also erstmal ist es irgendwie schon so angekommen, also das ist schon kaputt. Dementsprechend werde ich den sowieso nicht behalten. Und ansonsten finde ich ihn aber sehr geil. Ach ja, und bevor ich es vergesse, dieser Reißverschluss hier kratzt unnormal an der Seite. Also ihr müsst auf jeden Fall entweder eine Strumpfhose oder sowas drunter ziehen, weil das wirklich unangenehm ist. Also bei mir zumindest. Aber ansonsten finde ich den sehr geil und ich finde es schade, dass das da kaputt ist, weil ansonsten würde ich ihn safe behalten, weil auch mit dem Outfit, mit der Kombi und so, finde ich den einfach nur wirklich richtig, richtig geil, den Rock. Dann geht's weiter, wie ihr wisst, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich ist vielen überhaupt nicht aufgefallen, aber ich achte meistens darauf, dass ich nicht viel Ausschnitt zeige oder gar keinen Ausschnitt oder halt viel Oversize-Sachen trage. Ich glaube einfach, weil meine Mama mich so erzogen hat, dass man nicht so krassen Ausschnitt trägt und dass sowas billig aussieht und keine Ahnung was. Deswegen verstecke ich meine Boobs immer so ein bisschen, weil ich auch jetzt nicht gerade wenig habe. Irgendwie dachte ich mir aber in letzter Zeit, nö, ich habe Lust, meine Boobs zu feiern. Ich will sie sehen, ich will sie zeigen. Aber letztens hatte ich so ein Oberteil an auch. Also um das Oberteil geht es hier gerade. Ihr seht ja selber den Ausschnitt, gell? Ich finde es wunderschön, auch mit dem Kragen und so. Ich werde es behalten, auf jeden Fall. Ist ein Body, by the way. Zeige ich euch auch am Anfang, dass ich das einfach nur reinstopfe, so. Kann man aber natürlich auch zumachen. Letztens hatte ich aber auch so ein Oberteil an, was so einen Ausschnitt hatte. Und dann war ich so im Aufzug und dann war da ein Mann. Und dann habe ich schon gemerkt, wie ich so... Es ist mir einfach unangenehm. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich das einfach nicht. Keine Ahnung. Aber ich behalte es trotzdem, aus Protest. Okay, dann geht's weiter mit den zwei Winterjacken. Die zeige ich euch jetzt nicht, also diese liegen neben mir. Ich wollte nämlich für diesen Winter, ich habe nämlich gehört, in Berlin soll mit der kälteste Winter sein in Deutschland, weil der Wind so geht und die Straßen so breit sind und sowas. Und deshalb dachte ich mir, für diesen Winter will ich eine Jacke, die so richtig... Ich will so ein Michelin-Männchen sein, aber von Kopf bis Fuß. Also ich will so komplett eingepackt sein, aber ich will auch noch süß aussehen dabei. Deswegen, das sind so die zwei Varianten. Ich habe auch noch eine dritte Variante bestellt, von Nike eine. Bei About You aber. Ich glaube für 120 Euro aktuell. Gibt es in verschiedenen Farben, schwarz, weiß, beige oder so. Ich habe es in schwarz bestellt. Einfach so Klassik halt. Und dann gucke ich einfach, also ich weiß jetzt nicht, wie lange ich die noch behalten kann und wann ich die zurückschicken muss. Aber ich würde gerne noch abwarten, wie die Jacke von Nike ist, weil die kosten jetzt 70 Euro und die von Nike eben 120. Also fast das Doppelte. Und ich will wissen, ob das nochmal einen Unterschied macht. Also ob die länger ist, kürzer ist, dicker ist. Keine Ahnung, will ich einfach mal schauen. Ihr müsst mir das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob eins oder zwei. Und sobald die Nike-Jacke ankommt, zeige ich euch das auf jeden Fall auch in einem Vlog oder so. So, dann geht's weiter. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Bull, irgendwas mit B, glaube ich. Jedenfalls sehr, sehr geil. Es ist irgendwie so ein...
es hat so ein Vibe von Rich Kid und Golf. Und wenn man es aber geil kombiniert, zum Beispiel mit so einem kurzen Rock oder so, dann hat es wieder so ein Badass-Vibe. Ich habe jetzt nichts runtergezogen, aber ich würde zum Beispiel, wenn ich das wirklich trage und behalte, dann würde ich zum Beispiel ein Hemd oder sowas drunter ziehen. Vielleicht noch ein Cap, so eine Cap, so eine dunkelgrüne oder so. Ja, finde ich sehr, sehr geil. Der ist so richtig College einfach. Also wenn das nicht College ist, dann weiß ich es auch nicht. Auch mit den Farben finde ich einfach nur geil. Mit dem Schwarz, nicht so richtig gelb, aber so eine Art von Gelb. Ich kann mich richtig gut ausdrücken. Ja, und dann mit diesem College-Abzeichen hier, wie so eine College-Jacke. Einfach nur geil. Also auch mit der Farbe, den muss ich auf jeden Fall behalten. Und dann kommen wir zu dem Oberteil. Ich war ein bisschen so, ich dachte ein bisschen so, wow, there are boobs auf jeden Fall. Also das betont die Brüste auf jeden Fall. Das hier unten finde ich ein bisschen weird. Das war auch ein bisschen eng, keine Ahnung. Und bei dem bin ich mir auch noch unsicher. Also ich finde die Farben halt geil, aber verarbeitet ist es jetzt auch nicht so gut. Also hier hängen so Fäden einfach weg. Ja, ich glaube, ihr seht es. Ja, jetzt. Sowas stört mich tatsächlich gar nicht so, weil Bershka, Zara, H&M, Shein, das ist für mich alles das Gleiche, wenn man da einkauft. Aber das ist hier gerade nicht das Thema, okay? Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich so das und auch der Rock von vorher erinnert mich so an Austin Powers. Kennt ihr den? Kennt ihr den Film? Das ist so ein richtig dummer Film. Ich habe mir so eine braune College-Jacke geholt. Die finde ich richtig geil. Die werde ich auch auf jeden Fall behalten. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche. Da gab es, ich weiß nicht, ihr könnt mal gucken, vielleicht gibt es die wieder. Auf der Website gab es so eine auch in grün, in so einem dunkelgrün. Natürlich, als ich bestellt habe, war die ausverkauft. Aber die hätte ich auch gerne. Da könnt ihr gerne nachschauen, ob die noch da ist oder wieder da ist. Aber braun finde ich auch sehr, sehr geil. Ich bin auch die ganze Zeit auf der Suche. Ich habe mir auch letztens bei Amazon zwei College-Jacken bestellt. Da bin ich gespannt, ne? Ich glaube, ich habe zu klein bestellt, weil ich glaube, ich habe L bestellt. Und ich hätte XL oder so nehmen sollen, aber die habe ich in Größe L. Geht's weiter mit dem Blazer. Ist auch so ein dunkles Braun wieder. Finde ich sehr, sehr geil. Problem ist nur, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber ich habe den in S bestellt. Keine Ahnung, manchmal habe ich anscheinend Aussetzer. Das ist mir, also mir persönlich halt zu eng. Also M oder sogar L. Wenn der so oversized ist, dann wäre der richtig geil gewesen. Dann hätte ich ihn auch safe behalten. Aber Größe S ist mir zu eng. Ist mir zu klein. Dann habe ich noch das. Das wäre auch richtig geil. Natürlich, also ich habe jetzt das drunter, aber ach ja, irgendwann dazwischen hat man mein Outfit hier gesehen. Hier das finde ich auch richtig schön. Also grün ist ja sowieso meine Lieblingsfarbe. Auch, dass es so ein elastischer Stoff ist. Ich mag das, wenn sich das so perfekt anpasst an jede einzelne Kurve. Und die Hose habe ich auch noch an, die ist auch so ein bisschen stretchy. Mag ich auch richtig gerne und die Farbe ist auch mega geil, also mit dem Beige. Passt auf jeden Fall zu meinem gesamten Einkauf. Dann geht es weiter eben mit dem kurzen Blazer. Ich wollte unbedingt so einen haben. Ich finde den auch richtig geil. Problem ist, also ich habe eigentlich so eine Blazerhose dazu bestellt und die habe ich in 36 bestellt und das passt mir halt leider nicht. Deswegen ist das Outfit jetzt nicht komplett und deswegen sieht es ein bisschen weird aus. Und ich hatte jetzt auch keinen Bock, das da extra wieder auszuziehen. Deswegen habe ich es einfach damit gezeigt. Aber so an sich, auch mit dem Rückenausschnitt und so, finde ich den richtig, richtig geil. Habe ich auch in S bestellt. Würde ich persönlich einfach wegen der Oberweite in M tatsächlich bestellen. Aber nicht, dass er oversized ist, sondern einfach wegen der Oberweite halt. Und dann habe ich noch Caps bestellt. Ich bin ja momentan übel hängen geblieben auf so Caps. Die finde ich einfach nur, finde ich so geil. Und zwar einmal braun, obviously, selbstverständlich. Muss ja zur ganzen Bestellung passen. Oh, warte, ich komme wieder in die Mitte. Au, au, au. Alter, wieso sitze ich eigentlich immer am Boden? Hä, aber irgendwie ist die komisch, oder? Ist die komisch? Keine Ahnung. Das ist jetzt die Frage, gell? Naja, mal gucken. Ich brauche eure Hilfe. Wie ihr sehen könnt, ich brauche wirklich eure Hilfe. Finde ich auch richtig geil. Ja, that's it. Und das war's mit dem Haul. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und schreibt mir auch gerne, wenn ihr irgendwas nachshoppt oder so. Würde mich interessieren.
ob ihr überhaupt was nachshoppt, wenn ich euch was zeige. Deswegen seid aktiv in den Kommentaren, lasst mich wissen, was ich behalten soll, was ich zurückschicken soll, was ihr euch vielleicht selber bestellt habt. Und wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ganz viel Liebe. Tschüssi. I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end.